herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Buzzerwisser, denn ich weiß, wer es nicht weiß. Herzlich willkommen zur neuen Staffel im Jahr 2023. Ja. Ich freue mich enorm, Leute, bewerbt euch gern in den Kommentaren. Komplett neue Plot-Twists dieses Mal. Oh, wow. Gott, diese Staffelfinale. Ich habe mir mein Fett aus dem Bauch ins Hirn implantieren lassen. Deswegen bin ich heute doppelt schlau und habe gewichtige Antworten. Heute mit zwei unglaublich tollen Kandidaten. Zu meiner Rechten, er ist ein absoluter Profi-Besserwisser, Ralf Kaspar. Ja! Und zu meiner linken Wildcard, rennt ihr mir? Ja! Ich habe eben schon gesagt, bewerbt euch gerne in den Kommentaren. Schreibt einen lustigen Kommentar, schreibt eine Bewerbung, weshalb wollt ihr hier stehen. Aber das könnt ihr nur, oder ihr könnt nur Teil dieser Show werden, wenn ihr auch einen Daumen nach oben verteilt. Abonniert den Kanal und seid aktiv. Weil jeder, der nicht aktiv ist, wird rausgekickt. Genau. Wer zuerst 10 Punkte auf dem Konto hat, darf den goldenen Buzzer anfassen. Aber nicht mit nach Hause nehmen oder verkaufen. Richtig. Wer malte die Mona Lisa? Nicht buzzern, wenn ich's weiß. Leonardo da Vinci. Welcher Planet besitzt einen Mond mit dem Namen Ganymed? Benni, welcher Planet besitzt einen Mond namens Ganymed? Gummibärchen? Das ist ganz klar, ist der Mars. Jupiter. Ui, Jupiter! Kann man das wissen, Ralf? Ja. Was soll ich sagen? Hättest du es gewusst, Ralf? Ja. Ich habe jetzt heute Morgen eine Theorie auf TikTok gelesen, dass die Menschen auf dem Mars gelebt haben. Und dann haben sie quasi den Mars runtergewirtschaftet. Da sind Adam und Eva mit dem UFO auf der Erde und haben durch den Einschlag ihres Raumschiffes die Dinosaurier ausgelöscht und dann die Menschen erfunden. Ist eine gute Theorie, ist eine oder? Gute. Ich würde die Filmrechte abkaufen, auf jeden Fall. Das ist ein Filmfilm. Ja, auf jeden Fall. Heino Ferch in der Hauptrolle. Divya, ja. Du bist 22 Jahre jung, kommst aus Niederkassel. Dafür gibt's einen Riesenapplaus. Wo ist Niederkassel? Unter Köln direkt, also unter Zündorf, Porzwan. Okay. Aber in deiner Insta-View steht Köln wahrscheinlich, ne? Ja, aber. aber noch in Köln gewohnt. Ja, die müssen doch in ihre Insta-View schreiben. Du hast einen Beruf und zwar einen ganz tollen, und zwar Physikern Assistant. Dazu kommen wir gleich. Welche Stadt schlüpfte 753 aus dem Ei? Divya, ich glaube nicht, dass du das weißt. Weil ich auch nicht, keine Ahnung. Rom. Schlüpft aus dem Ei? Ich verstehe die Frage nicht. Das war, ist so eine Eselsbrücke. 753 Rom. Ah, okay. Zur Schule gehen sollen, kenne ich das. Ja. In Anlehnung an eine zusammengeballte Hand heißt ein berühmtes Werk von Wolfgang von Goethe wie? Divya. Faust. Ja! Frage ist, traust du ihr das nicht zu, Ralf? Wow, wow, wow. Nein. Jetzt. Ich habe das Spiel noch nicht verstanden. Aber Faust, Dennis, hast du nicht damals beim Abi sowas gelesen? Aber ich verteile die Fäuste im Abi. Du hast also 2 Punkte, weil er dich falsch eingeschätzt hat. So. Was ist Permafrost? Eine Dauerwelle? Dennis Wolter. Frost, der permanent ist. Das ist ja sinnvoll. Habe ich ihn gevierfacht, den Permafrost. Das hat dich nämlich berühmt gemacht, Ralf Kaspar. Sie ist diese Frage. Das war dann deutschlandweiter Durchbruch. Du warst ja bei korrekt oder weg. Das mit dich. Und was da passiert ist, das sehen wir uns jetzt kurz an. Da gab es einen Schacht mit Permafrost. Das bedeutet, was ist das denn? Was ist denn Permafrost? Permafrost ist Frost, der permanent ist. Ah, okay. Das soll ich nicht sagen. Ich stelle die Frage, Ralf, die weißt du, was angeseufzt. Und dieser Seufzer, der hat sich wirklich jetzt zum absoluten Kult werden lassen. Und Divya, dein, wer war der Wildcard an dem Tisch? Erzähl mal ganz kurz. Niklas, mein Freund. Hey! Bist du durch diese Sendung mit ihm zusammengekommen, weil du dachtest, oh, das ist ganz schön süß? Oder waren wir vorher schon zusammen? Wir waren leider schon vorher zusammen. Ah, verdammt! Das Tolle ist, wenn ihr einen Hund habt oder eine Katze, dann können wir das nächste Mal gegen die spielen. Dann haben wir die schlauer an. Dann haben wir die ganze Familie. Ja. Ich kann eine ganze Familie picken! So, Divya, du. Was war das? Ich will überholen. Du bist vom Beruf Physical Assistant. Ja. Was heißt das? Physische Assistenz? Ich bin quasi die Assistenz der Assistenzärzte. Also ich übernehme mehrere Aufgaben von denen, damit die wiederum mehr Zeit für Patienten haben. Zum Beispiel? Blut abnehmen, Verbandswechsel. Kaffee holen. Nein.
Assistenz im OP, etc. pp. Blut abnehmen ist total tricky, weil es gibt so Flutschvenen, die einfach immer wegrutschen. Und dann spritzt das ganze Büro voll. Hast du Flutsch? Das stimmt nicht. Da macht man irgendwas falsch. Ja, da macht man was falsch, genau. Das ist mir noch nicht passiert. Hast du gute Venen? Die Flutschvenen, die sind sehr, also die gibt es in unserer Familie sehr häufig, ja. Ich kann nur noch in Oberschenkel und danach in Fuß. Also ist verhornt, ne? Verhornt. Welche Füllmenge hat ein typisches Weizenglas? Ralf. 0,5 Liter. Nein! Du denkst, ich trinke nicht, weil ich so ordentlich aussehe. Aber, das wusstest du vielleicht nicht, ich bin ein Alkohol- alkoholfreies Weizen ist ein Sportdrink. Ist isotonisch! Ja. In die Liga welches Landes wechselte Cristiano Ronaldo nach seiner Trennung von Manchester United? Alf! Cristiano Ronaldo. Arabien. Saudi-Arabien. Kannst nicht fragen! Guck mal, jetzt habe ich gerade erzählt, dass ich alkoholfreies Weizen nach dem Sport trinke. Ah, okay. Und dann stellst du mir eine Fußballfrage. Ja. Außerdem habe ich lange mit Schari zusammengearbeitet. Ja, und Schari war in der Bundesliga. Die ist auch FC Köln-Fan oder sowas, oder bestimmt, oder? Die war in der Bundesliga als Spielerin? Ja. Alles klar, gut zu wissen. Spielst du Fußball? Nee. Oder irgendeinen Sport? Was begeistert dich? Außer Blut abnehmen und Flutschwehen. Ich habe 13,5 Jahre Zirkus gemacht. Jonglage oder Akrobatik? Luftakrobatik. Mit Jonglage? Nein. Und Steppen? Nein. Luftakrobatik, was ist denn das genau? Ich hatte zum Beispiel einen Metallring in der Luft hängen und habe mich da irgendwie dran bewegt oder Tricks gemacht. Es gibt aber auch eine Stange, die in der Luft hängt, Stangen, die sich frei bewegen. Bist du schon auf den Boden geknallt? Wir haben weich Bodenmatten drunter. Da kann nichts passieren, selbst wenn ich auf den Boden fliege. Ich sehe dich auch in so einem dünnen Metallring irgendwo rumlaufen. Ich kann mit dir im Schlafzimmer Pole Dance machen. Soundsport. Oh, das sind Bilder, die möchte ich jetzt nicht. Er kann auch bei dir im Schlafzimmer Pole Dance machen. Ich bin mietbar. Echt? Ja. Bringst du die Stange mit? Hast du ein Kärtchen? Hast du ein Kärtchen? Das kann ich Ihnen gleich mitgeben, Herr Radwas. Also ich frage nicht für mich, ich frage für meine Freunde. Wie die Weihnachtsfeier, ne? Wie die nächste. Okay, weiter geht's. Wie viele Lautsprecher braucht man für Stereo-Sound mindestens? Das frage ich dich. Ich rate jetzt mal 3. 2. 2 reichen schon aus. Was ist denn los? Was ist denn hier? Lateinischen Bericht des Stereo. Weiter. Zu einer 5.1 Soundanlage gehören 5 Boxen und was noch? Divya. Das ist so unfair. Ich weiß es nicht. Strom. Subwoofer. Du! Es war so eine typische Jungsfrage. Ja. Ich hätte es gewusst. Subwoofer ist ganz klar, ist wichtig. Bei mir auch im GTI ist alles ausgebaut worden. Du hast gar keinen Kofferraum mehr, ne? Nee. Ist nur noch Subwoofer. Ich hab gar kein Auto. In welchem Land hat das Katana seinen Ursprung? Ach, Benni, du bist doch sicherlich Japan. Bewandert. Ach! Das weiß ich natürlich. Juhu! Woher, hast du so ein Schwert zu Hause? Ich hab machen, Leute, noch ein Katana, weil ich so. Also, ich habe natürlich noch eine Info über dich, Ralf. Du hast einen neuen YouTube-Kanal. Das neu, stimmt. In Anführungszeichen. Und zwar heißt der, in Klammern, Quarks und dann Dimension Ralf. Ja! Und da lädst du wahrscheinlich Pranks hoch und so, ne? Pranks und alles das, was so gerade angesagt ja, ist. Richtig. Food-Reviews. Nein, wir machen so Sachen wie, wo ist eigentlich das Ich? Also, wenn ich dich frage, wo fühlst du dein Ich? Im Beckenbereich. Ah, sehr interessant. Das ist bei den wenigsten Leuten so, aber gut. Und das Tolle ist, man kann das Ich verpflanzen, ganz einfach. Das geht relativ schnell und es ist gar nicht so blutig, wie ich immer dachte. Und über solche Sachen reden wir. Also Ich ist zum Beispiel eine Illusion von deinem Gehirn. Die Frage ist natürlich, wem wird da was vorgemacht, wenn das Ich eine Illusion ist und solche Sachen. Oh Gott, einschalten, Freunde. Das einschalten, das ist ja unglaublich spannend. Und lass mal schön Kombi da und ja genau, gib mal ordentlich Feuer da unter dem Kessel. So. Wie wird die äußere Schutzschicht bei den meisten Bäumen genannt? Dennis, dein komischer Seufzer im Mund. Die Rinde, Rinde. Na, stopp! Ja, oh nein! Das ist ein Doh, also wirklich, come on! Echt mal! Also echt! Hauptsache drücken, ne? Ja. Wahrscheinlich, weil du es selber nicht wusstest. Divya, du kannst Klavier spielen. Ja. Was spielst du für Stücke? Am besten kann ich Someone Like You von Adele. Mm. Genau.
beispielsweise. Auch die schwarzen Mitteltasten bitte benutzen, weil die geben einen schönen weichen Übergang. Ich weiß. Und auch hier das Ding da drin. Pedale. Das Pedal drin. Wofür sind die Pedale unterm Klavier? Damit der Ton länger bleibt. Du bist nicht gefragt. Aber er hat gerade gesagt. Damit der Ton länger bleibt. Ja, okay. Stimmt, du stellst ja gar nicht. Spielst du auch ein Instrument, Ralf? Ja. Was denn? Gitarre, Bass, Harfe. Die Songs zum Beispiel? Das sind 2 Punkte für mich. 3, Gitarre, Bass, Harfe. Was können Katzen nicht schmecken? Süß oder salzig? Ralf! Warte. Und zwar? Typische Ralf-Frage. Nein. Salzig. Da! Süß! Ich hab ihn bezwungen! Da möchte ich gerne mal die Quellen sehen. Hast du auch immer recht? Woher weiß man das denn überhaupt? Die sagen ja nicht, ich habe jetzt nicht geschmeckt, no! Interessant ist ja auch, dass Muttermilch eher tendenziell süß ist. Deshalb haben wir auch so eine Vorliebe für süße Sachen. Und deshalb ist es komisch, dass Katzen süß nicht schmecken sollen. Finde ich auch komisch. Wie testet man das denn? Man fragt Garfield. Ich würde Thomas Gottschalk fragen. Die deutsche Stimme des Garfields. Der dazu sagt. Hast du Haustiere? Nee. Oh Gott, die Frau hasst Tiere. Weiter geht's. Welcher Fluss fließt durch Paris? Boom! Die Seine. Ich war doch letztens erst in Paris. Ach so. Oh. Wir geschuftet haben, was du schön in Paris? So muss das sein. Ihr schuftet für mich. Buchstabiere Seine. Hätte ich die auch jetzt ausgewählt. S-E-I-N-E. Welche Pilotenlizenz benötigt man in Deutschland für einen Motorsegler? SAP oder SPL? Dennis. Das Erste. SPL. Oh, wir gehen! Ja, gut. 50-50 Chance. Ja. Tja, war nicht deins, ne? Die schmeckt dir jetzt salzig oder süß? Welches Element kommt am häufigsten im Universum vor? Könntest du es wissen? Ja, komm. Eisen! Wasserstoff. Oh! Hättest du gewusst, oder? Ja, leider ja. Wieso, wie komme ich denn auf Eisen? Das frage ich mich auch. Eisen ist total schwer. Ich habe letztens bei TikTok gesehen, dass es eine Eisentheorie gibt, dass dieses Eisen durch einen Marsianer auf die Erde gekommen ist. Dieses TikTok ist wirklich gut. Folgen at www.show. Wie lautet das chemische Symbol für Wasserstoff? Boom! H2O. H. H! Weil Wasser ist H2O. Ja. Das ist nicht schlimm. Ist das Allgemeinwissen? Muss ja, man das eigentlich, ja, das ist, eigentlich ja. Du hörst gerne Malle-Musik, warst aber noch nie auf Malle. Ja. Wie kommt's zu der Vorliebe für Mallorca-Mucke? Karneval, glaube ich. Ja. Auf den ganzen Zeltfesten. Hast du nicht nur eine große Liebe kennengelernt, sondern auch die Liebe zur Musik wahrscheinlich. Hörst du gern Promillepop von Dicht und Doof? Rudi das Rüsselschwein. Ja! Auch deiner, eins deiner Lieblings. Finde ich super, es geht so richtig ins Ohr. Nicht nur ins Ohr, überall rein. Der mit Nico Santos. Jo, die Version ist unglaublich stark und hat musikalischen Anspruch. Ich bin Rudi, Rudi das Rüsselschwein. Also lass mich heute dein Rüssel sein. Wir singen Umma, 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 Zetere. Bist du ein Karnevalstyp? Ja, ich feier. Ziehst du durch die Straßen? Gehst du als Maus? Nee, ich bleib zu Hause. Und feiern da. Gut, du hast natürlich so einen Promi-Status, du wirst natürlich andauernd angelabert auch von den Leuten, ne? Ist ja klar. Wenn du so gehst, wie jetzt hier bist. Aber was? Ralf! Da kann man auch gar nicht mehr. Ich bin gerade einen Schritt gefasst. Krass, ja. Wenn ich den Namen Ralf sage, passiert es automatisch. Wie war das mit dem Tanzen? Dennis, du bist so eine Karnevalsnase, oder? Na klar. Hello! Hello! Dennis! Hello! Ralf! Hello! Livia! Hello! Hallo! Na, Ulfri! Wie lautet der zweite Vorname von Scarlett Johansson? Frieda oder Martha? Frieda. Wie viele Blutgruppen gibt es beim Menschen? Tada! 4! Ja! Ja! Und damit gewinnt Dennis Badewisser, denn er ist nicht! Wow, ganz kurz, welche sind das? Das ist doch, Du hast geraten. Null. 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 Dann gibt es, genau, muss ja eigentlich auch wissen. Null gibt's. Ja, rate wenigstens. Hallo? A0 oder so? Gehen wir das Alphabet durch. ABC0, sowas. Aber ich weiß das.
Ich muss sie hier nicht rechtfertigen. Ich habe gewonnen, das Ding. Boom, boom, boom. Bitte was für Hans Kaspar. Und bitte wieder. Das war wohl nichts. Der Bruder hat dich besiegt. Du Schlechter. Aber das ist doch schön. Das neue Jahr, das war einer meiner Vorsätze, mal gewinnen zu lassen. Ja. Das macht dich auch nahbarer und menschlicher. Ja, natürlich. Du warst ja quasi fast entmenschlich. Das ist ja Intelligenz. Oben gibt es ein Video von die da oben. Da bin ich auch ein Teil von. Warum ich mit dem Gendern aufhöre. Und unten gibt es die letzte Folge von Wasserwisser. Denn ich weiß, wer es nicht weiß. Tschüss.